Moinsen, Freunde der Sonne. Heute gibt es mal wieder was, womit einige gar nicht gerechnet hätten, denn wir haben mal wieder was im Angebot von Fanatec. Bevor wir jetzt in dieses ganze Review reindiven, möchte ich an dieser Stelle den heutigen Sponsor danken, Rainer. Rainer ist eine sehr gute Seele aus der Community, der mich angeschrieben hat und mich gefragt hat, hey, willst du vielleicht die CSL Gran Turismo DD Pro testen? Mit Quick Release 2 und 2 Lenkrädern und dem ganzen Kladderadatsch dazu. Rainer, an dieser Stelle von ganzem Herzen vielen, vielen lieben Dank, dass du mir deine Wheelbase, deine 2 Wheels zugeschickt hast, damit ich sie testen kann und mir ein Bild davon machen kann, wie Quick Release 2 ist und eine der neueren Wheelbases. Wie immer haben wir das Video wie auch alle anderen untergliedert und wir fangen mit dem Wichtigsten zuerst an. Und zwar mit dem Preis. Kommen wir mal zu dem Segment, was einige Menschen eigentlich mal gleich am Anfang haben wollen, ohne großes Rumgeseier. Und das ist der Preis. Ich habe Stand heute, der 4.3.2024, mal das Bundle, was ich jetzt hier habe, zusammengeklickt. Dieses Bundle kam 1.108,95 €. Was war denn jetzt alles in diesem Bundle dabei, was Rainer uns zugeschickt hat? Ich habe hier das Formula Wheel mit den 3 Shiftern hinten dran. Und Quick Release 2. Dazu die passende Wheelbase, das ist die Gran Turismo DD Pro mit Quick Release 2. Dazu muss man sagen, dass man die Wheelbase aktuell nur mit Quick Release 1 kaufen kann. Somit musste man sich ein Bundle kaufen für das Lenkrad als auch für die Wheelbase. Der gute Rainer hat mir dann auch noch das McLaren Wheel zugeschickt und das wurde auch nochmal kräftig modifiziert an der Stelle. Denn hier oben sind noch Shifter dran und er hat die kompletten Shifter umgebaut und seine Griffe hat er auch noch gemacht. Also hier wurde, das habe ich jetzt aber nicht mit reingenommen in den Warenkorb, weil die Tests habe ich ausgeführt mit dem Formula Wheel und der Wheelbase. Das heißt, das war nicht im Preis inkludiert und auch nicht Quick Release 2 dazu. Was kann man denn jetzt über das Unboxing sagen? Bei Fanatec ist alles wie immer vernünftig verpackt gewesen. Da drin hat nichts rumgewackelt, nichts rumgezodelt. Und ich habe alles in Originalkartons bekommen von Rainer. Das heißt, du hast dein Netzteil drin gehabt. Du hast deine Nutensteine mit dabei gehabt, die für die Wheelbase notwendig waren. Und du hast die Wheelbase selber drin gehabt. Und die Wheels, da Rainer die modifiziert hat, gehe ich davon aus, dass nicht der volle Lieferumfang in den Paketen war. Deswegen lassen wir das außen vor. Und auch das könnt ihr wieder auf der Homepage sehen, beziehungsweise nachgucken, was denn mit dabei wäre, wenn es bei dir zu Hause ankommt. Was kann man denn jetzt über die Qualität sagen? Wir haben ja vor kurzem gerade die CSL DD getestet und jetzt haben wir gleich die Gran Turismo DD Pro dazu. Gibt es da jetzt einen großen Unterschied? Und ich muss sagen, ja, gibt es. Und Fanatec hat an der Stelle sich nochmal verbessert bzw. weiterentwickelt und hat das Ganze noch auf ein neues Level gehoben. Wenn wir uns die beiden Wheelbases jetzt hier mal ansehen, haben wir 2 kleine Banger in der Hand. Und die Gran Turismo DD Pro sieht auf jeden Fall optisch schon mal ein bisschen anders aus. Man könnte auch sagen etwas besser, aber das ist ja persönlicher Geschmack als die CSL DD. Räumen wir sie mal weg, damit wir frei reden können. Qualitativ würde ich sagen, ist das sehr, sehr ähnlich zur CSL DD und wir haben auch hier wieder die ganz normalen Kühlrippen in der Mitte dran, als auch die Plastikstücke hinten und vorne, die sich optisch etwas verbessert haben im Gegensatz zur CSL DD und das sieht alles overall ziemlich gut aus. Beim Lenkrad ist es genauso wie bei dem anderen Wheel, was ich dazu hatte, das war ja das ältere Formula Wheel. Sind die Griffe auch hier an der Stelle übelst hart. Also ich weiß nicht, wer damit sehr gerne sehr lange fahren will. Also es fühlt sich an, als hättest du wirklich rohe Plastikgriffe in der Hand. Wobei die Buttons als auch die Shifter wirklich sehr, sehr gut sind und gut verarbeitet sind. Und damit kann man was anfangen. Auf Dauer hatte ich persönlich ein paar Probleme mit den Griffen. Auch wenn sie überzogen sind mit Alcantara, sind sie nach einer ganzen Weile in der Hand doch ein bisschen, fühlt sich an, als hätte man einen Schraubenzieher permanent in der Hand. Also so ein wie früher, nicht mit den Gummigriffen, sondern die so Plastikgriffe dran haben. Aber overall kann man sagen, sieht die Wheelbase im Gegensatz zur CSL DD ein bisschen abgerundeter aus und macht auch von der Verarbeitung einen sehr abgerundeten Eindruck.
Wenn wir uns jetzt hier an der Stelle nochmal das Mounting angucken, möchte ich da an der Stelle auch Fanatec loben, dass sie mittlerweile es auch geschafft haben, dass man die Wheelbase von vorne mounten kann. Das heißt, wir haben auch wie bei der Konkurrenz oder wie bei einigen Wheelbases der Konkurrenz die Möglichkeit, von unten zu mounten, von der Seite zu mounten und von vorne zu mounten. Was es sehr einfach macht für einige Menschen da draußen, ihr bestehendes Rig umzubauen, falls sie auf diese Wheelbase umsteigen möchten. So kannst du die Wheelbase einfach an dein bestehendes Rig ranbauen, denn für alle ist eigentlich, was Mounting angeht, was dabei. Was kann man denn jetzt zu Quick Release 2 sagen im Gegensatz zu Quick Release 1? Quick Release 2 ist definitiv besser als Quick Release 1. Dieses mechanische Klackern, was du bei Quick Release 1 hattest beim Fahren, ist definitiv weg und du hast überhaupt keinen Flex mehr im Wheel. Das heißt, du poppst es darauf, das geht super simpel und hast keinerlei Bewegung mehr da drin. Beim Fahren würde ich sagen, hast du auch überhaupt keine Geräusche mehr, weil wir dieses System, was wir bei Fanatec hatten, im Quick Release 1, das in das Loch die Kugel ging und so gehalten wurde, und wir jetzt über Schnellspanner arbeiten und das definitiv eine Verbesserung ist zum Quick Release 1. Ich würde mir an dieser Stelle sehr wünschen, dass Fanatec die Bundles, wo noch Quick Release 1 drin ist, so langsam rausnimmt und eventuell komplett auf Quick Release 2 wechseln wird. Ich kann mir vorstellen, dass alte Wheelbases bzw. alte Bundles schon produziert sind und in Kartons eingepackt sind. Aber vielleicht, dass es möglich wäre, das als Beilage mit hinzuzugeben. Denn auch die Gran Turismo DD Pro, die ich jetzt hier habe, die schon etwas älter ist, das ist korrekt, wird immer noch ausgeliefert mit dem alten Quick Release. Und leider gibt es auch keine Nachricht dazu, wenn man das in den Warenkorb packt, dass man Quick Release 2 dazu bekommt. Denn für mich persönlich ist es definitiv eine Verbesserung und auch lobenswert, denn das hebt nochmal die Qualität des Produktes an und macht es auch ein bisschen wertiger im Gegensatz zu dem alten Quick Release QR1. Jetzt lasst uns einfach mal ins Rig gehen, gucken, wie das Ganze performt und ob es wirklich besser ist und ob wir überhaupt Geräusche wahrnehmen können. So, wir sind immer am Computer angekommen oder im Rig und im Treiber ist es wie bei Fanatec gewohnt. Wir haben die Wheelbase, die wir uns hier angucken können, DD Pro mit Boost Kit 180. Wir können hier unsere Lenkung sehen, dass sie funktioniert. Wir haben hier so unsere groben Einstellungen drin. Wir können wieder beim Lenkrad reingucken, ob alle Tasten funktionieren. Wir können hier alles Test drücken und Einstellungen tätigen und wir können hier wieder ins Tuning-Menü, das kennen wir ja schon aus dem CSL-DD-Bereich oder generell, falls du Fanatec benutzt, kennst du diesen Bereich hier. Und ich habe hier mal wieder meine Einstellung getätigt für iRacing als auch für ACC. Das sind keine besonderen Einstellungen, das sind die empfohlenen Einstellungen, die von Fanatec mitgeliefert werden. Da wir alle Wheelbases hier mit Standardeinstellungen vom Hersteller testen, damit wir immer die gleichen Testbedingungen haben. Und Testbedingung ist auch das Stichwort, denn wir gehen jetzt mal in iRacing rein und fahren mal eine Runde mit dem Mercedes auf Spar in iRacing. Und ich versuche euch mal so gut wie es geht hier zu beschreiben, was im Force Feedback passiert. Und dann fahren wir auch mal raus. Jetzt sind wir hier wieder bei der wunderschönen Ausfahrt, die sehr uneben ist. Das kann man sehr gut spüren. Da kommt sehr viel Bewegung auf. Und das wird auch sehr schön wiedergegeben. Straßeneffekte sind ja bei iRacing, naja, ein bisschen dünn, möchte ich mal sagen. Die sind generell hier im Force Feedback nicht großartig vorhanden. Wir merken jetzt hier gerade schön das Anbremsen. Es ist sehr seicht im Hintergrund, könnte für meinen Geschmack ein bisschen döller sein. Aber man muss ja auch dazu sagen, wir sind hier nur auf 8 Newtonmeter unterwegs und da kann man jetzt nicht erwarten, dass uns das Lenkrad die Arme abreißt. Wir können hier beim Anbremsen können wir auch gut merken, wie die Reifen arbeiten. Wir haben hier Fliehkräfte drin, die kann man spüren. Alles sehr entspannt und bedeckt. Also es ist jetzt nicht so, dass das, sag ich mal, dir die Arme abreißt. Wir haben auf jeden Fall die Curbs auch sehr schön drin. Die kann man sehr, sehr gut spüren. Hier merken wir auch gerade so ein bisschen das Untersteuern, was mir sehr gut gefällt. Also auch das kann man merken. Wir versuchen mal, ob wir das Übersteuern reproduzieren können. Wir hämmern jetzt mal hier rein, bremsen mal an ungünstigen Stellen. Ja, das merkt man auch.
Wobei hier der Arsch nicht wirklich... Hier ist der Arsch abgehauen und das kann man auch sehr gut merken und auch spüren. Man kann die Erhöhung durch die Curbs spüren, weil die sind ja generell immer ein bisschen höher. Und hier auch genug raus, dass man hier die Curbs spürt. Man merkt auch, wenn man auf das AstroTurf rauffährt, Turf, Curb, ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Hier merken wir das Untersteuern. Hier haben wir so eine ganz kleine, hier kommt ein bisschen Geräusche aus der Wheelbase, aber wirklich nur ein bisschen. Also ich sag mal, wenn man konzentriert ist, merkt man nicht viel davon. Konzentrieren ist ein gutes Stichwort. Man hätte auch Bass doch mal richtig bremsen können. Und dann kommen wir ja zu der Kurve, wo die Tests meistens so ein bisschen auseinandergehen bei den Wheelbases. Da scheiden sich oft die Geister. Und da gucken wir mal, wir fahren mal hier auf die Startziel runter. Ja, hier hat man das Auto schön arbeiten gespürt. Also man konnte das spüren, wie das Auto arbeitet. Und jetzt geht's rein in Rouge. Wir holen mal richtig schön Schwung und schmeißen uns da mal rein mit Vollspeed. Schön weit nach links raus. Wir fahren mal extra mal aufs Curb. Da wäre uns fast das Auto abgehauen. Also auch hier muss man sagen, es könnten ein bisschen mehr Fliehkräfte sein. Da ist die Frage, die ich mir heute gestellt habe, nachdem ich auch die CSLDD nochmal gefahren bin und auch die Mose R5 nochmal dagegen gefahren bin, um wirklich mir nochmal einen Eindruck zu verschaffen. Können wir vielleicht ein bisschen mehr Fliehkräfte kriegen? Und die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, worauf ich hinaus wollte, ist, ob man über die Standardeinstellung einfach nicht so viele Fliehkräfte bekommt und sie eventuell mit getweakten, also mit verfeinerten Settings, ob da ein bisschen mehr rauskommt. Es ist jetzt nicht so, dass es super störend ist, weil alle anderen Kurven funktionieren wunderbar und du kannst definitiv damit exzellent fahren und musst daran nicht rumarbeiten wie Arnold Schwarzenegger zu seinen feinsten Zeiten im Golden Gym. Und für mich persönlich wäre es halt schön, wenn es ein bisschen mehr wäre, aber ich bin auch ein bisschen geschädigt, weil ich sehr viel Force Feedback an den großen Wheelbases fahre und ich glaube manchmal meine Einschätzung diesbezüglich, was Kraft und Fliehkraft angeht, etwas verschoben ist. Denn overall, wenn ich mich jetzt mal hier so reinsetze und ich bin jetzt auch Spar hier über 30 Runden am Stück gefahren, habe mal so einen ganzen Tank weggedrückt, und muss wirklich sagen, es macht Spaß. Es ist nicht anstrengend zu fahren. Du kannst alles merken, du kannst das Auto einfangen. Du merkst, wenn die Reifen einbrechen. Also das alles, was du brauchst, kommt hier eigentlich aus der Wheelbase raus. Und was kommt hier nicht raus? Ton. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich überlegt, ob wir einen Geräuschtest machen in dieser Review, weil wir das in der Regel eigentlich machen. Und wir brauchen das ehrlich gesagt nicht machen, denn das Gerät hört man nicht. Also wenn du Kopfhörer aufhaben solltest, merkst du sowieso gar nichts. Und die ganze Zeit, in der ich die jetzt gefahren bin, bin ich extra ohne Kopfhörer gefahren, damit mir Geräusche auffallen, die passieren. Und hier passiert gar nichts. Also die Kombination der Wheelbase mit dem neuen Quick Release, also QR2, muss ich Fanatec ein Lob aussprechen. Da wurden sehr viele Fehler, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, ausgemerzt und sind einfach gar nicht mehr vorhanden. Und demnach müssen wir keinen Geräuschtest machen, denn es gibt keine Geräusche. Denn die sind wirklich zu vernachlässigen. Das ist ganz leichtes Vibrieren, was man vielleicht von anderen Gerätschaften kennt. Und mehr ist es nicht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schmeißen wir uns mal in ACC rein und gucken mal, wie sie da performen. So, wir sind nochmal schnell umgezogen und haben uns hier in ACC reingeschmissen. Selbes Spiel. Wir sind in Spa unterwegs mit Mercedes. Standardeinstellung, alles, was von Fanatec vorgegeben ist. Und wir drehen mal eine Runde. Lasst uns mal schauen, was hier so los ist im Force Feedback. Auch hier ist schon wieder bei der Boxenausfahrt sehr viel Bambule im Lenkrad. Kann man sehr schön spüren, die Unebenheiten. Also im Vergleich zu iRacing ist das hier ein bisschen unebener und mehr Bewegung drin, was mir persönlich das ein oder andere Mal besser gefällt. Hier merken wir auf der Straße, die Straßeneffekte sind ein bisschen ausgeprägter und sie kommen auch zur Geltung. Man kann sie sehr gut wahrnehmen. Ja, Reifenarbeit merkt man auch sehr schön. Also hier auch ABS, das ist ja generell im Force Feedback von ACC ein bisschen mehr vorhanden als in iRacing.
Und Curbs kann man sehr schön wahrnehmen. Wir schmettern mal die Bremse rein. Ja, hier kommen richtig schöne Vibrationen zustande. Wenn die Reifen langsam anfangen zu stottern. Man merkt auch, dass Hinterteil sehr schön arbeitet. Fliehkräfte sind auch sehr schön vorhanden. Wenn man sich mal so richtig schön reinhängt mit dem Wagen durch die Kurve. Wir hauen uns jetzt mal hier rein. Hier sind normalerweise auch sehr viel. Das war vielleicht ein bisschen viel reingehangen in die Nummer hier. Ich glaube, auch der Motor ist aus. Wir müssen noch mal starten, ja. Da haben wir uns ein bisschen doll reingeschmissen, aber das Positive an der ganzen Sache ist, man konnte das Auto spüren, wie es übersteuert. Ich war nur zu dumm, das abzufangen. Also auch hier hat man gemerkt, wow, Traktion geht flöten und du konntest das wahrnehmen. Wir fahren jetzt mal hier durch die Kurvenkombination. Curbs auch wunderbar, kann man sehr gut merken. Untersteuern spürt man auch, also auch gar nicht so verkehrt. Hier, oh, doch, auch leichtes Übersteuern kann man auch spüren. Wir schmeißen uns mal hier in die Kurve rein. Hier merkst du auch die Vibration. Curb, ja, doch. Ich glaube, das Lenkrad macht mehr Geräusche als die Wheelbase. Aber fühlt sich sehr gut an. Kann man alles wahrnehmen, was man wahrnehmen muss. Das war jetzt ich. Aber auch hier merkst du, den Reifen über die Vorderachse schieben. Jetzt schmettern wir bei Bastard mal richtig schön den Anker. Ja, merkst du auch das Force Feedback. Auch sehr schön, du merkst, wie sich das Gewicht verlagert. Das Bus-Stop ist ja gar nicht so einfach zu fahren. Das ist ja wirklich so ein Reinschmeißen. Und das kommt hier sehr gut zur Geltung. Und jetzt kommen wir mal zur wichtigsten Kurve. Und zwar, wie sieht es denn da aus? Haben wir etwas mehr Fliehkräfte? Curbs, wunderbar. Das ist wirklich ein ACC, ganz toll. Das gefällt mir immer noch. Jedes Mal, wenn ich es ausprobiere, macht es mich glücklich, über Curbs zu fahren. Aber lasst uns mal hier rein. Links und rechts und hoch. Ja, es ist so schnelle Gewichtswechsel. Also gerade Rouge ist ja dafür prädestiniert. Die sind ein bisschen dünn. Die könnten echt ein bisschen mehr sein, dass man ein bisschen mehr Gefühl dafür kriegt. Also mir fällt es wirklich schwer. Also das ist mir auch mit dem kleinen Bruder der CSLDD aufgefallen. Mir fällt es schwer, diese Kurven zu fahren und wirklich ja, das Auto da am Limit zu spüren. Muss aber auch dazu sagen, wie ich vorhin schon mal erwähnte, für mich ist es halt auch ganz schwer, von den großen Wheelbases auf die kleinen zu gehen, weil man da ein bisschen was anderes gewohnt ist. Aber man muss trotzdem sagen, hier fehlt nichts. Hier ist alles drin. Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, entschärfter logischerweise, weil wir natürlich nicht so starke Motoren hier drin haben. Aber trotzdem hast du Untersteuern, Übersteuern, hast du alles mit drin. Curb, Straßeneffekte, alles prima. Du kannst den Grip sehr gut spüren, Traktion dementsprechend. Das macht die Wheelbase wirklich sehr, sehr gut. Und macht dadurch auch einen sehr tollen Eindruck. Und bevor wir jetzt vorne auf das Lieblingscurb fahren, würde ich einfach nur mal das Mikrofon daneben legen und das wird das einzige Geräusch sein, was du hörst von dieser Wheelbase, denn dieses Curb, worüber wir normalerweise fahren, ist exorbitant laut. Und selbst die Wheelbase, also diese Wheelbase, schafft es, dass es nur so ein bisschen ist. Also, ich lege euch mal daneben und hört mal rein. Also wie ihr hört, da ist echt tote Hose. Wir machen das jetzt nochmal anders. Wir fahren nochmal zurück. Ich hoffe, ich werde nicht disqualifiziert, weil wir jetzt hier den Rückwärtsgang reinschmeißen. Mal gucken. Wir testen das mal. Das ist alles. Nope, wir werden disqualifiziert. Dann fahren wir da jetzt nochmal schnell hin für euch und dann halte ich euch mal direkt an die Wheelbase dran. Und dann könnt ihr euch da mal ein Bild von machen, weil es ist echt super gut, wie Fanatec es hingekriegt hat, dass die Wheelbase so leise ist. Das ist mit einer der leisesten Wheelbases, die ich jemals hier hatte, in dem Bereich. Also es ist Wahnsinn. Und was ich dabei auch sehr, sehr toll finde, währenddessen sie so leise ist,
entwickelt die auch gar nicht mal so viel Wärme. Also wenn ich da meine Hand mal drauflege, ich habe heute auch extra noch mal darauf geachtet, zur Sicherheit, und bin, ja, was bin ich gefahren? Eine Stunde, und es war nahezu nichts wirklich zu orten. Aber ich lege euch jetzt noch mal an die Wheelbase ran und dann könnt ihr noch mal reinhören. So, das war der Fahrtest in ACC, als auch in iRacing. Wir sehen uns jetzt drüben zum Positiven und Negativen, zum Fazit und nochmal einer kleinen eigenen Aussicht von mir. Kommen wir mal zu den positiven und negativen Dingen dieser Wheelbase. Positiv ist auf jeden Fall, dass es super leise ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zur CSLDD, die wir davor getestet haben mit Quick Release 1, ist die fast nicht mehr zu orten. Du kannst da, also ich sitze da ja nun wirklich 40, 50 Zentimeter davor und das macht wahrlich fast gar keine Geräusche und gibt dir ein sehr ähnliches, wenn nicht sogar sehr gleiches Force Feedback wieder wie die CSLDD. Das heißt, an dieser Stelle wurde definitiv nochmal eine Schippe draufgelegt und ist auf jeden Fall besser gemacht als die CSLDD, dem Vorgänger bzw. kleinen Bruder, sage ich jetzt mal, an dieser Stelle. Und dafür muss ich Fanatec an dieser Stelle loben, dass sie sich dort weiterentwickelt haben. Und auch wenn das nicht die neueste Generation ist von den Wheelbases, die es aktuell gibt, kann man hier schon einen Unterschied merken, was das Force Feedback angeht, beziehungsweise die Lautstärke, wie es wiedergegeben wird von der Wheelbase. Des Weiteren möchte ich positiv anmerken, dass mir der neue Quick Release 2 sehr gut gefällt. Die ganzen Probleme, die es früher mal gegeben hat, die ich mit der DD1, die ich selber persönlich damals gekauft habe, beziehungsweise der CSLDD, die mir vor Schuhe mein Teammate zur Verfügung gestellt hat, sind komplett weg. Es gibt dieses mechanische Klackern nicht mehr, wir haben dieses komische Geflexe nicht mehr drin. Das Lenkrad liegt wirklich einfach super an und man kann es auch einfach sehr schön benutzen. Und man muss zum Beispiel im Gegensatz zu QR1, was ich immer machen musste, diese olle Popelschraube unten reindrehen, damit dieses ganze Gewackel des Lenkrades weg ist, muss ich hier an der Stelle nicht machen. Und das ist auch definitiv eine Verbesserung und hat sich gelohnt, da die letzten Jahre, sage ich mal, zu warten, dass das hier rauskommt. Was kann ich denn jetzt Negatives anmerken zur Gran Turismo DD Pro von Fanatec? Ich kann zur Verarbeitung und zum Material bzw. zur Ausführung dieser Wheelbase nichts Negatives sagen. Und mir würde auch nichts ferner liegen, diese Hardware, die ich hier hatte und beim Fahren benutzt habe, zu kritisieren für etwas, was nicht da ist. Denn es ist nichts da. Die Wheelbase funktioniert wunderbar und sie tut das, was sie soll. Und das macht sie sogar sehr gut. Ich möchte hier aber persönlich noch mal ein, zwei Fragen in den Raum stellen und die fallen etwas negativ aus. Denn die CSLDD kostet aktuell 449 Euro bei Fanatec im Shop, Stand heute 4.3. Die Gran Turismo DD Pro kostet 599 Euro mit Quick Release 1. Das heißt also, wir haben eine Preisdifferenz von 150 Euro, wenn wir den Rabatt mit einberechnen. Jetzt frage ich mich, die eine Wheelbase, und zwar die CSLDD, funktioniert nur am PC und die andere Wheelbase kostet 150 Euro mehr mit Rabatt auf der CSLDD und funktioniert an der PlayStation. Vielleicht kennt sich jemand von euch da draußen aus und kann mir weiterhelfen diesbezüglich, oder vielleicht sieht das jemand von Fanatec und könnte mir dort auf die Sprünge helfen. Kommen diese 150 Euro Differenz wirklich nur zustande, weil wir das an der PlayStation nutzen können?
Weil das wäre wirklich sehr gut zu wissen. Denn für Menschen, die beispielsweise nur am PC fahren und nicht an die Konsole möchten, würde eine CSLDD vollkommen ausreichen. An dieser Stelle möchte ich nochmal eine Frage stellen zu Quick Release 1. Warum ist der so teuer? Also aktuell müssen Kunden, wenn wir diese Wheelbase kaufen, für 159 Euro Wheelzeit als auch an der Wheelbase kaufen. Und das erschließt sich mir nicht ganz, denn es ist wirklich sehr, sehr viel Geld, was wir an dieser Stelle bezahlen. Und dieser Preis ist für mich an der Stelle nicht nachvollziehbar und erhöht auch den Preis des eigentlichen Produktes. Denn wenn ich mir dieses Bundle, so wie ich es jetzt hier habe, was sehr gut funktioniert und auch einen guten Job macht, kaufen möchte, kann ich das bei der Konkurrenz mit einem stärkeren Motor und selber Qualität Wheel für weniger Geld bekommen. Und da ist alles mit dabei und ich muss nicht rumschrauben und irgendwas upgraden. Also eventuell wäre es möglich, da in Zukunft dem Kunden etwas entgegenzukommen und ihm das ein bisschen angenehmer zu gestalten. Denn das Produkt per se ist wirklich nicht schlecht, ist wirklich sehr gut. Aber die ganze Politik und das ganze Marketing ist wirklich sehr verwirrend. Und das wäre auch das einzige Negative, was ich diesbezüglich anführen möchte. Denn wie ich schon sagte, und das packe ich jetzt in mein Fazit, das Produkt ist wirklich grundsolide. Und von der Funktionalität her, von der Verarbeitung her, sehr gut. Nur leider ist die Gestaltung der Firma etwas komisch und schwer nachvollziehbar für Menschen, die sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Und auch hier möchte ich nochmal einen kleinen Hinweis an euch rausgeben, falls ihr euch aktuell dazu entscheiden solltet. Stand heute, 4.3.2024, und ich betone das Datum extra nochmal, falls ihr das Video später seht und sich dort was ändert. Fanatec hat aktuell logistische Probleme. Und dazu könnt ihr auch euch ein Interview ansehen vom CEO von Fanatec, der diesbezüglich darauf eingeht. Und ich diese Information bis dato bestätigen kann aufgrund von E-Mails, die ich von meiner Zuschauerschaft erhalten habe, die auch belegt sind mit Screenshots, dass es dort immer noch zu Lieferengpässen kommt und Schwierigkeiten. Das trifft nicht für jeden zu da draußen. Und es gibt auch Leute, die bestellen heute und es kommt am Ende der Woche. Aber es gibt trotzdem noch Leute, die warten da drauf und irgendwie ist das leider noch nicht so schlüssig, bei wem das ist und bei wem das nicht ist. Also als kleiner Hinweis für dich, mach dich diesbezüglich vorher einfach schlau, wenn du dir das kaufen möchtest, weil schlechte Hardware wirst du dir nicht kaufen an dieser Stelle. Aber es könnte dazu Problemen kommen mit der Lieferung zu dir nach Hause, beziehungsweise zu Problemen mit dem Support, denn das ist auch eine Sache, die jetzt gerade aktuell bei Fanatec umgestellt wird. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Rainer bedanken. Rainer, vielen, vielen lieben Dank, dass du mir dein Vertrauen geschenkt hast und die Pakete zu mir geschickt hast, dass ich es ausprobieren kann. Ich bin sehr froh, dass ich es ausprobieren durfte, denn ich muss einfach feststellen, dass Fanatec diesbezüglich einen sehr großen Weg gemacht hat. Und auch wenn der Preis von Quick Release 2 für mich sich nicht so wirklich ganz erschließt, er ein solides Produkt ist und seine Funktionalität überhaupt nichts, aber auch gar nichts Schlechtes hat. Denn er funktioniert einwandfrei. Und er hat die Probleme, die es früher gegeben hat, einfach ausgemerzt und jetzt ist es besser. Und ich denke, für Bestandskunden bzw. Menschen, die es heute noch kaufen wollen, ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung. Dann möchte ich mich auch bei allen bedanken, die hier immer fleißig die Däumchen draufhauen, entweder hoch oder runter. Das ist für mich immer sehr, sehr gutes Feedback. Und es freut mich sehr, dass ihr zumindest diese 2-3 Sekunden euch nehmt, um mit der Maus dahin zu gehen und da drauf zu drücken. Vielen, vielen lieben Dank auch an dieser Stelle an die Kanalmitglieder. Falls wir uns übrigens jetzt nicht in den Kommentaren sehen sollten, vielleicht sehen wir uns bei Twitch im Livestream. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir das Video angesehen hast. Und haust da rein. Ciao, Kakao. Lass dir gut gehen. Bis denn, Dansen.